Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich sollte mein Mikrofon runterklappen, bevor ich beginne zu reden. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, wir sind in der Zukunft in einem Dungeon drin. Und, warum wundere ich mich, dass meine Steuerung nicht macht, was ich will, wenn ich verwirrt bin? Ja, Ebene 4, weiter geht's. Letzte Folge erstmal Donnerblitz gegönnt, weil ich so ein Gönner bin. Und ja. Ich merke jetzt schon, die Fallen hier werden mich begeistern. Drifzeppli ist kacke wegen seiner Fähigkeit. Deswegen nehme ich lieber die Treppe, bevor ich ihm begegne. Oh, boah, der Sound gerade... Ja, so kann es ruhig weitergehen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wie zur Hölle sieht dieses schlafende Ditto aus? Das war leicht merkwürdig. Den Hauptteil hier übernimmst du, Fragezeichen, man. Genau. Weiter geht's. Was war das für eine Ebene? Ich bin im Raum ganz rechts gespawnt und konnte gar nicht anders. Es gab keine einzige Abzweigung. Das Einzige, was ich konnte, war durchrennen und im letzten Raum die Treppe finden. Und das ging schnell. Sima Schmünter, könnte das da drüben ein Leck sein? Lass uns dort hingehen, wir haben noch nicht genug. Haben wir unseren Vorsprung zu den Zombies ein bisschen vergrößert? Ruhen wir uns ein bisschen aus. Oh, da ist Wasser. Hast du ja früh bemerkt. Was? Dieser Wasserfall, das Wasser fließt nicht. Er ist mitten in der Bewegung erstarrt. Hat Reptain doch recht. Sag mal. Mit jedem Satz, den du sagst, verliere ich noch mehr Glauben an dich. Nee, bloß nicht. Ist die Zeit in der Zukunft wirklich stehen geblieben? Wieso hat Zwirfins uns an diesen Ort gebracht? Weil er ein Arschloch ist. Jetzt kapier's doch. Der große Zwirfins, der so freundlich zu uns war. Ich weiß nicht, über was ich glauben soll. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich an dich nicht glauben kann. Wenn wir nur irgendwie die Wahrheit rausfinden... Ist die Wahrheit nicht fucking offensichtlich? Oh, ich weiß wie. Es gibt einen Weg, die Wahrheit herauszufinden, Schmünter. Lass mich raten. Gleich kommt der mit irgendeiner Scheißidee an, wie wir fragen Zwirfinst. Und wie? Ach, das ist aber eine bessere Idee, tatsächlich. Dein dimensionaler Schrei, setz deinen dimensionalen Schrei ein, Schmünter. Wenn das nicht klappt, dann können wir auch Zwirfinst fragen. Ja, okay, können wir probieren. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, vielleicht erfahren wir dann was darüber, was passiert ist. Wir dürfen nicht trödeln, sonst holt uns Hans ein. Oh, ganz wichtige Sache. Bin wieder da. Schmünter berührt den erstarrten Wasserstrahl. Astral? Hä? Was hab ich gerade? Den erstrahlten? Und Schmünter? Kannst du etwas sehen? Nö. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Nichts? Na, ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir auch nur annähernd verstehen würden, was los ist. Ich verstehe, was los ist. Wir haben gar nichts erfahren. Müssen wir ja auch nicht mehr. Wir haben hier viel Zeit verschwendet. Wenn wir uns nicht beeilen, holt uns Sans ein. Thank you.
Machen wir uns auf die Beine, Schmünzer. Alter, diese Musik, was ist das? Also, was brauche ich nicht? Könnte ich vielleicht auf Fragezeichen mehr tragen, da hat im Moment eh nix. Sorry. Ich denke, brauchen tue ich nix. Vielleicht am ersten noch so. Ja, das reicht dann auch. Bist du soweit? Ja. Okay, nächster Dungeon. Mal gucken, ob der auch wieder so schnell geht. Weil der letzte war ja wirklich... Ich meine, letzte Folge habe ich 5-6 Minuten drin. Das beginnt ja schon mal klasse. Das größte Problem ist, ich weiß jetzt schon, dass dieser Dungeon arschig ohne Ende wird. Hier gibt es nämlich ein großes Problem. Die Geist-Pokémon. Und vielleicht denk... 69. What the fuck war das für ein Sound? Ich denke, wenn es stirbt, kann es nicht kontern, ne? Genau. TMs sind sehr selten. Yay, Reflektor. Ich hab keinen Bock mehr auf Reflektor. Ich hab schon gehört, Portale in die Unendlichkeit fanden viele sehr einfach, weil man da echt schnell gute TMs findet, die es einem dann einfacher machen. Ja, für mich war es, muss ich sagen, insgesamt der schwerste Teil der Reihe. Ich hab das erst im Nachhinein rausgefunden, warum alle den so einfach finden. Schön. Ich habe im gesamten Spielverlauf 7-mal Reflektor gefunden. Auch eine Möglichkeit. Ich meine, ich wurde einfach zur Treppe teleportiert. Aber okay, ich wäre ja ohnehin da jetzt hingegangen, also. Da unten ist die Treppe neben einer neuen TM. Oh, Schwerttanz ist schon nice, aber bringt auf meinem Team hier nichts. Weil ich greife zu speziell an. Als dass das wirklich einen Nutzen hat. Biss wird hier auf jeden Fall meine wichtigste Attacke, aber auf das Ding hilft auch Pflanze sehr gut. Ja, Geld ist auch immer eine gute Sache. Wir teilen uns die KP. Das heißt, das Ding hat 84 Leben, weil wie ihr seht, ich habe 84... Okay, dann verstehe ich nicht, wie die Attacke funktioniert hat. Wenn es 84 Leben hätte, wäre es zumindest nicht an einer Attacke, die 82 Schaden macht, gestorben. Und das war unnötig. Ich werde jetzt dich einfach nur normal... Und du stirbst trotzdem? Willst du mich eigentlich... Ich wollte, dass der Solarstrahl zumindest nicht ins Leere geht. Oh, ein Tipp-Elixier. Ich glaube, ein Donnerblitz dürfte reichen, oder? Okay, Glück gehabt. Ansonsten hätte ich jetzt ein Problem. Aber es geht echt schon wieder verdammt schnell. Jetzt mal ernst. Wenn ich so daran denke, die 3DS Mystery Dungeons, wie lange ich in denen immer für die Dungeons brauche. Das ist... Willst du mich eigentlich... Hallo? Ich brauche in den 3DS Mystery Dungeons pro Ebene 3 bis 5 Minuten. Und hier in dem Spiel brauche ich, wenn es schlecht läuft, 30 Sekunden. Was war das? Das war perfektes Hintergrund-Gameplay zu der Erzählung, die ich gerade hatte, muss ich sagen. Ich meine... Alles, was gerade, während ich das erzählt habe, passiert ist, war, dass ich die Treppe 18 Mal beim Spawnen gefunden habe.
Mann, ich hasse es, dass man in dem Spiel nicht den Platz wechseln kann. Ich treffe. Was? Erstens, warum trifft Donnerblitz auch Fragezeichen, man? Die beim... Oh, dann ist die Attacke ja komplett scheiße, was? Ich muss auf jeden Fall ein Item benutzen, weil wenn ich jetzt versuchen würde anzugreifen, könnte ich Fragezeichen-Man treffen. Jetzt mal im Ernst, kann mich das Ding da eigentlich weniger nerven? Diese Verwirrung! Wie lang hält die? Kannst du endlich mal nicht mehr verwirrt sein? Nein! Ja, sehr schön! Schön, dass du das machst! Gott, bin ich grad triggert! Ja, was will ich machen? Das Ding kontert jetzt auch noch. Digga! Hallo? Ist diese Verwirrung... Danke. Das Problem ist... Was hätte ich machen sollen? Das wirkt anscheinend unendlich... Ja, ist klar. Wem erzählst du das? Das ist ein Gag. Jetzt mal for real. Die Dinger zerstören mich. Ja, ich hab zumindest getroffen. Und wie lange wirkt der Fluch? Ah, ist schon weg. Alter, was war denn das für eine... Nur weil ich am Anfang dieser Ebene gesagt habe, wie schnell und gut ich immer durchkomme. Okay, dieses Mal müssen wir uns den Weg freikämpfen. Ey, komm. Kann ich auch von irgendeiner Attacke mal nicht verwirrt werden? Du kannst mit dem Ding hoffentlich genug dealen. Komm schon. Danke. Hoffentlich ist der Dungeon nicht mehr so lang. Vor allem, das, warum der Dungeon eigentlich schlimm ist, ist irgendwie gar nicht hier zum Tragen gekommen. Ich habe ja gesagt, wegen den Pokémon, hier ist der Dungeon echt nervig. Aber eigentlich nicht in der Form, die man jetzt gesehen hat, sondern weil Geist-Pokémon in Wänden stehen können. Und damit können sie aus den Wänden heraus einfach angreifen und ich kann mich nicht wehren. Sniper! Woo! Du da! Geh weg! Aber Donnerblitz ist, glaube ich, echt nicht so gut jetzt, wo ich... Aber wie kann es sein, dass mir das vorher noch gar nicht aufgefallen ist, dass das auch mein Mate trifft? Wieso kann jeder? Könnt ihr einfach aufhören, alle Konfusion zu können, bitte? Töte er doch nicht, nein! Okay.
Alter. Dieser Dungeon hat... Es war irgendwie klar. Es hat zu gut begonnen. Was tust du denn, du Dummer? Bitte lass diesen Dungeon enden. Ich halte das nicht mehr lange durch. Ja, jetzt kommt's näher. Jetzt mach's kaputt. Danke. Noch eins von der Sorte. Mach doch keinen... Alter, ich weiß, ich könnte den Solarstrahl ausstellen. Aber ich weiß jetzt schon, dass er mir dann in einer wichtigen Situation fehlen würde. Warum muss es nur ein Plosivsamen sein? Belebersamen hätte ich öfter gefunden. Okay, wir wissen alle, was das heißt. Warte. Das war zwar nicht, was ich wollte, aber geht auch. Ich wollte eigentlich diagonal laufen. Um mal einen Donnerblitz. Zack. Ein laggiges Level Up. Woo. Yay. Weiter geht's. Hoffentlich jetzt ein bisschen... Kümmer dich drum. Das war garantiert nicht, was ich gemeint habe mit kümmer dich. Musst du denn immer Solarstrahl benutzen? So, lass diesen Dungeon enden. Bitte. Lass ihn enden. Dein Job. Und jetzt habe ich das Problem. Seht ihr dieses Gengar? Und ich habe irgendeinen Knopf gedrückt. Seht ihr dieses Gengar? Vor allem, ich weiß nicht... Okay, doch, Fragezeichen Man ist schlau genug. Ich dachte, der wird jetzt auch noch versuchen, das Ding anzugreifen. Und das wäre absolut... So, weiter. Wenn du gleich Konfusion einsetzt, dann... Ja, genau. Schreck am besten zurück. Ich hab so... warum sage ich eigentlich immer Konfusion? Ich meine Konfusstrahl. Ich habe so sehr mit diesem Konfusstrahl gerade gerechnet von dem Gengar. Alter. Junge! Ich hätte nie sagen dürfen, dass ich zu schnell und gut vorankomme. Ich sehe ja, was da... Ey, Alter, komm. Dass ich so oft heute verfehle, ist aber auch ein Gag. Bitte beende den Dungeon! Beendet ihn! Ich muss Belebersamen nachtanken. Ja! Nie wieder werd ich zu übermütig in dem Spiel. Wir sind ziemlich weit nach oben gestiegen. Boah, Siemaschmünzer. Es war, die Zukunft ist wirklich eine Welt der Dunkelheit. Diese Lichtergruppe, sie ist schön, aber kommen diese Lichter nicht aus dem Gefangenenraum? Hey, Schmünter. Der große Zwirfens hat uns mehr als einmal gerettet. Oh, und hat uns viel beigebracht. Darum habe ich Zwirfens wirklich respektiert, aber hat Zwirfens uns getäuscht? Nee, bloß nicht! Alter, bist du wirklich so dumm, oder?
Selbst nach all dem, ich kann's immer noch nicht glauben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin ganz durcheinander. Alter, bitte, versuch nachzudenken. Was sollen wir jetzt tun? Wie weit müssen wir noch laufen? Wie kommen wir wieder in unsere eigene Welt? Die anderen unserer Gilde, wie es ihnen wohl geht, ob sie sich Sorgen um uns machen? Ich glaub, die vermissen uns gar nicht. Die freuen sich, dass wir weg sind. Okay, das Einzige, was Plaudergeil vielleicht vermisst, ist unser Geld. Aber ich vermisse die Gilde. Ich will alle wiedersehen. Fragezeichen, er ist ziemlich fertig. Bin ich auch, wenn ich höre, was er wieder labert. Das ist er auch natürlich. Was bisher passiert ist, ist eigentlich nicht schwer zu begreifen. Ich tue aber einfach mal so, damit er sich besser fühlt. Aber Angst habe ich trotzdem. Aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Wenn wir aufgeben, wer wird uns Sans fangen? Ich muss Fragezeichenman irgendwie aufheitern. Ich erzähle ihm einen schlechten Witz. Ey, Fragezeichenman. Ne? Aber aufheiternde Worte wären jetzt irgendwie auch kein richtiger Trost. Aber doch, irgendwie ein schlechter Witz jetzt. Ey, Fragezeichenman. Weißt du was? Sitzen zwei Leichen auf der Mauer. Fällt eine runter. Beide tot. War nicht lustig. Boah, wenn nicht mal schlechte Witze funktionieren. Wenn es nur irgendeinen Hoffnungsschimmer gäbe, an den wir uns daran festhalten. Egal was, mir muss was einfallen. Was ist denn? Ja, lass mal Reptane suchen, ne? Was? Du willst Reptane suchen? Warum? Wo ist der große Unterschied? Du willst was wissen? Ah, ich verstehe. Reptan ist schon einmal von dieser Welt in unsere gekommen. Also müsste Reptan wissen, wie man in unsere Welt kommt, aber... Junge! Ist er nicht in unsere Welt gekommen, um die Zahnräder der Zeit zu stehlen? Wie soll ich ihm irgendwas glauben? Was ist mit dir, Schmünzer? Vertraust du Reptan? Ja! Tja, ich kann ihm nicht vertrauen. Ein Pokémon wie ihm... Bist du Digga, ich lass dich gleich hier stehen und geh alleine dahin. Aber ich verstehe dich, Schmünter. Ich weiß nicht warum, aber Zwirfinst will uns loswerden. Ja, weil er... Oh, tut das eigentlich weh? Das einzige Pokémon, das wir sonst in dieser Zukunft kennen, ist Reptane. Wir haben keine Wahl. Reptane ist unsere einzige Hoffnung. Na dann, okay. Okay, Schmünter, spüren wir Reptane auf. Lass uns Sprachen lernen, Bubble. Yay! Gehen wir, Schmünter. Folgen wir Reptane. Schmünter, danke. Du wolltest mich aufmuntern, weil ich so niedergeschlagen war. Aber deine Witze helfen da nicht bei. Und eigentlich müsstest du doch auch Angst haben. Tut mir leid. Obwohl mein bester Freund bei mir ist. Und mein einziger. Trotzdem habe ich mir ganz allein Sorgen gemacht. Und nee, fast hätte ich allein aufgeben. Dabei bin ich eigentlich gar nicht allein. Ich habe noch einen Stein. Ich werde nicht mehr aufgeben. Das habe ich schon gemacht. Ey, ich meine, ich kann stark sein, weil du an meiner Seite bist, Schmünter. Jetzt ist alles in Ordnung. Also machen wir uns weiter. Kehren wir unsere Welt zurück. Und zwar gemeinsam. Ja, schön. Das geht schneller, wenn ihr euch endlich mal bewegt. Und in einen Dungeon geht, der hoffentlich nicht ganz so abstoßend ist wie der letzte. So, seit Reptan gegangen ist, war der Weg schnurgerade und ohne Abzweigung. Also müsste Reptan auf demselben Weg vor uns sein. Gehen wir, Schmünter, lass uns Reptan einholen. Erst einmal, lass uns.
Items, die wir nicht benötigen, lagern, wie diese TMs, diese Box, ein paar viele Äpfel. Hä, ich hab noch einen Belebersamen, ich dachte, ich hätte nur zwei gehabt. So oder so. Ich brauche... Sinnbeere. Ich habe nur noch... Ich weiß jetzt schon, was hier wieder auf mich zukommt. Gibt es... Wird es jemals ein Playthrough geben von einem Mystery Dungeon, in dem ich beim Finale genug Belebersamen dabei hab? Bist du bereit, Schmünter? Ja. Es ist doch ein Gag, ich kann doch nicht immer... Ich kann... Oh, falscher Knopf, sehr gut. Mal im Ernst, ich kann nicht jedes Playthrough von irgendeinem Mystery Dungeon dasselbe Problem haben, dass ich am Ende keine Belebersamen habe. Und du hörst auf, mich anzuzünden. Was für eine TM? Lichtschild. Ich weiß nicht, ob die einer von meinen... hier im Team erlernen kann, ist an sich eine ganz nice Attacke, aber ich würde sie sowieso nicht nutzen, selbst wenn es ginge, das weiß ich. Ich kenne mich selber. Und dieses Mal bitte in den Dungeon hier mich nicht so zur Verzweiflung bringen. Ich glaube aber, hier gibt es auch nicht so viele Geist-Pokémon. Und er sniped wieder auf den Metang. Und er sniped nochmal. Metang ist tot. Ein Heilsamen. Okay, nehme ich mit. Ich würde jetzt gerne Donnerblitz benutzen. Aber ich kann nicht. Das ist halt echt mies. Ich wusste nicht, dass der so kacke ist in dem Game. Ich hätte mir das vorher auch durchlesen können. Ja, aber... Wie soll ich denn damit rechnen? Ja genau, das ist eine gute Situation. Das ist eine gute Situation, weil... Fragezeichen Mensch steht nicht direkt neben mir. Also kann ich einfach den Donnerblitz... Oh, er kommt jetzt noch angelaufen. Ein Glück, dass es so geklappt hat. Nächste Ebene. Nächste TM. Von den Dingern gibt es echt ein paar viele. Gedankengut auch ganz cool. Ich bin nur echt kein Typ für solche Attacken, ist die Sache. Aber hier rennen anscheinend wirklich nicht ansatzweise viele, wenn überhaupt, Geist-Pokémon rum. Und das macht's schon mal besser. Auch weil dann hier vielleicht nicht jeder... Oh, was tust du? Auch wenn da, was auch gut ist, weil dann hier vielleicht nicht jeder seinen Konfusstrahl spammt. So, Level Up für Schmünter. KP steigen, Angriff steigt, Verteidigung steigt, Spezialangriff steigt und Spezialverteidigung steigt. Sehr gut. Finde ich Biernik. YOLO. Hä? Ich will diese Attacke... Erklärt mir bitte Donnerblitz in den Kommentaren. Fügt allen Gegnern... Ah ja, eigentlich nur Gegnern, hä? War das dann vorhin einfach nur wegen der Verwirrung, oder... Wegen der Verwirrung hat es dann beide getroffen, oder sehe ich das richtig? Sehr schön, wie viel Damage ich mache. Hallo? Kannst du vielleicht mal aufhören, Fragezeichen Man komplett wegzu... Paralyse und Rückentzug.
Ich kann mich nicht bewegen, juckt mich aber nicht. Jetzt dürfen wir uns beide wieder bewegen. Wetten, die Treppe ist oben rechts. Das wäre so... Ah, nee, doch nicht. Aber wie es in diesem Dungeon weiterhin verläuft, sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Schaltet wieder ein, wenn ihr wissen wollt, was in der Zukunft noch passiert. Wir sehen uns. Ciao.